Trader. Mit uns hast du gute Karten. Ich begrüße euch recht herzlich zum zweiten Duell des heutigen Quarantäne-Streams hier auf twitch.tv/trader-online-video. Der gute Christian stellt sich meinem Melfi-Deck heute. Hallo, mit meinem Kuscheltier-Deck natürlich. Genau, ich begrüße auch diejenigen, die den Weg über die Spiel Digital zu uns gefunden haben. Denn dieses Wochenende oder beziehungsweise letztes Wochenende, falls ihr die Wiederholung auf unserem YouTube-Kanal halt verfolgt habt, war ja die Spielemesse Essen in digitaler Form unterwegs und auch Konami war dort mit einem digitalen Stand vertreten. Und ja, wir unterstützen Konami an der Stelle mit einem unserer Quarantäne-Streams und wollen mal gucken, ob wir euch ein paar lustige Decks heute auch zeigen können. Ja, also lustige Decks gab es ja bisher schon, ne? Jetzt wird es noch lustiger, noch kuscheliger. Genau, jetzt wird es richtig extrem kuschelig, also Flausch hoch 10 kann man quasi sagen bei uns. Dann würde ich sagen, legen wir einfach mal los und als Gast darfst du den Würfelwurf natürlich auch beginnen. Gut, dann werde ich mal würfeln auf hoch. Auf hoch. Ah, ja. Eins. Eine hohe Eins, ja. Eine Eins, okay. Ja, das ist eine Eins hoch Eins. Und eine Vier. Mhm. Und eine Drei. Gut, dann entscheide ich, dass du anfängst, lieber Dirk. Ja, das habe ich schon befürchtet bei dem, was heute auf mich wartete gegen dich. Aber das ist okay, ich kann damit leben. Ja. Dann legen wir einfach mal los. Och, das sieht ja mal herzallerliebst aus. Wow. Mega, mega gut oder mega, mega schlecht? Nö, ich bin durchaus sehr zufrieden. Die Frage ist, was mache ich jetzt daraus? Boah, ich habe so viele Optionen jetzt auf einmal. Das ist ja der Hammer. Leute, es wird witzig. Das könnte ich... Ach ja, warum eigentlich nicht? Dann fangen wir doch mal an. Ich aktiviere die Zauberkarte Hundeschule. Oh, wunderbar. Das heißt, ich darf jetzt drei Ungeheuer-Monster der Stufe 2 oder niedriger mit unterschiedlichen Namen aus meinem Deck beschwören. Aber ihre Effekte werden annulliert und während der Endphase werden sie zerstört. Und ich darf für den Rest des Spielzuges auch nur noch Ungeheuer-Monster beschwören. Ja, du darfst später beschwören. Gut, dann beschwören wir einmal. Achso, ich darf ja ein Ungeheuer-Monster beschwören. Das schränkt mich natürlich ein bisschen ein, aber das ist halb so wild. Ich könnte natürlich auch sowas einfach hinlegen, aber das wird wahrscheinlich nicht besonders viel bringen. Nein, wir fangen mal klein und kuschelig mal an. Und zwar eröffne ich mit einem Melfi Fanny, einem Melfi Velpi und, na, wo versteckt sie sich? Ach, da. Mein Melfi Katzi. So viel Flausch. So viel Knuddel. Das ist so schön. Ich mag Kuscheltiere. Kuschelige Sachen sind schön. So, dann machen wir mal weiter. Und zwar rufe ich als Normalbeschworen meinen flinken Biber. Und wenn der gute Kollege als Normalbeschworen beschworen wird, darf ich ein anderes flinke Monster oder ein flink Monster grundsätzlich von meinem Deck oder meinem Friedhof beschwören. Ja, dann mach das mal. Gut, es muss halt nur Stufe 3 oder niedriger sein. Und ich glaube, so ein Biber im Doppelpack, den kann man sich mal ganz gut warm halten. Kann der sonst noch was, oder? Nö, sonst macht er nichts. Der beschwört sich quasi nur gegenseitig oder halt andere flink Monster. Dann. So, jetzt muss ich natürlich meine Monster sinnvoll verarbeiten. Das verliere ich noch. Das, außer. Das geht auch noch. Das geht auch, ja. Dann machen wir den mache ich mal an der Link 2 Beschwörung. Und dann begrüßen wir einmal den Missus-Strahler. Moin, moin, Missus-Strahler. Genau, der gibt allen Erdemonstern auf dem Spielfeld 500 Angriffs- und Verteidigungspunkte. Außerdem verlieren alle Windmonster 400 Angriffs- und Verteidigungspunkte. Und sollte sie durch Kampf oder einen Karteneffekt zerstört werden, darf ich mir ein Erdemonster von meinem Friedhof auf die Hand zurücknehmen. So, dann machen wir aber noch mal eine Exis-Beschwörung auf Rang 2 mit. Warte mal, der kann. Die kann beliebig. Ne? Gut, dann mache ich mal eine Exis-Beschwörung.
und rufe mal meine Melfi des Waldes. Ich kann, glaube ich, irgendwas suchen, ne? Genau, ich kann ein Exis-Material abhängen und darf mir jetzt eine Melfi-Karte von meinem Deck auf die Hand nehmen. Und sollte eine Melfi-Karte vom Spielfeld auf die Hand zurückgegeben werden, darf ich ein Monster bei dir wählen. Es darf nicht angreifen und verliert auch seine Effekte, solange es auf dem Spielfeld liegt. Okay. Gut, und dann möchte ich gerne den Effekt mal direkt aktivieren, wenn es okay ist. Ist okay. Super. Dann suche ich mir jetzt mal das Melfi-Verstecken. Das erste Mal sollte ein Ungeheuermonster zerstört werden, und zwar durch einen Karteneffekt, dann wird es nicht zerstört. Außerdem darf ich einmal pro Spielzug drei Ungeheuermonster mit unterschiedlichem Namen von meinem Friedhof ins Deck mischen und anschließend eine Karte ziehen. Ist nett, oder? Kann man mal machen. Ich liebe einfach die Artworks. Ja, die sind toll. So, die Frage ist, mache ich das jetzt schon? Würde sich sogar anbieten. Dann tun wir das doch mal. Ich aktiviere mal mein Melfi-Verstecken und möchte gerne den Effekt einmal nutzen, um drei Ungeheuermonster mit unterschiedlichen Namen wieder zurück ins Deck zu mischen und anschließend eine Karte zu ziehen. Okay. Ich höre keine Einwände. Das freut mich. Tisch. Versuch doch. Gut, dann werde ich noch abschließend eine Karte verdeckt setzen. Und dann gehe ich in die Endphase und dann muss ich leider mal Melfi Katzi auch schon wieder verabschieden, da sie durch die Hundeschule beschworen wurde. Okay, also Melfi des Waldes sagt, wenn eine Karte zurück auf die Hand gegeben wird, dann... Ein Melfi-Monster sie auf die Hand zurückgibt, dann kann ich eine Karte als Monster bei dir wählen, das kann nicht angreifen und seine Effekte sind annulliert. Gut, dann gehe ich mal in die Drawfacts. Mhm. Und mir fällt gerade auf, ich habe komplett das Mikro vergessen. Oh nein. Hat sich aber jetzt auch keiner beschwert, ne? Man hört mich anscheinend. Tja, aber jetzt hört man dich noch ein bisschen besser. Genau. Oh, das ist alles voll cool. Wo fängt man an? Ich fange an mit einem Zwillingstester. Boah. Und als Kosten werfe ich ab einen Spielzeugspender und ich wähle diese beiden Karten. Boah, das ist nicht nett. Ja, dann aktiviert sich der Spielzeugspender, weil er nämlich auf dem Friedhof gelegt wurde. Darf ich mir ein Kuscheltiermonster oder einen Scherenkobold vom Deck da hinzufügen? Ja, dann mach das mal. Nehme ich mir einen Kuscheltierpinguin. Willkommen in OTK City. Genau. Weiter geht's mit dem Effekt von Kuscheltierbär. Den kann ich abwerfen, um meinen Spielzeugspender vom Deck auf den Friedhof aufs Feld zu setzen. Mach das mal. Da ist der Gute. Mhm. Und dann mache ich weiter mit einer Normalbeschwörung, nämlich Kuscheltier-Pinguin. Mhm. Ist die Beschwörung okay? Grundsätzlich habe ich erstmal kein Problem damit, ja. Da möchte ich auch seinen Effekt benutzen, um eine weitere oder um eine Spezialbeschwörung von einem Kuscheltiermonster aus meiner Hand zu machen. Ja, das darfst du machen. Okay. Mhm. Dann spezialbeschwöre ich Kuscheltierhund. Mhm. Und ich aktiviere seinen Beschwörungseffekt. Mhm. Er sucht mir einen Kuscheltiermonster oder einen, wie war es, einen Scherenkobold. Scherenkobold. Mhm. Mhm. Dann mach mal. Aber man kann sich eigentlich fast schon denken, was ich mir aussuche. Es ist das einzig, das wahre, die Kuscheltierflügel. Die ich ziehe 5 Karten. Karte. Gefühlt. Ja, dann zeige ich dir auch mal wie. Nämlich ich aktiviere jetzt den Spielzeugspender. Ja. Und mache auch den Effekt. Als Kosten kann ich eine Karte abwerfen. Dann muss ich die erste Karte aus meinem Deck vorzeigen. Wenn es ein Kuscheltiermonster ist, darf ich ein Monster aus meiner Spezialbeschwörung. So. Ja, okay, ist jetzt halt eine Schere. Die kann ich nicht spezialbeschwören. Tja, schade. Dann hat aber der. Wir haben die Kuschelflügel im Friedhofloch-Effekt. Die kann ich verbannen zusammen mit einem anderen Kuscheltiermonster, wenn ich einen offenen Spielzeugspender habe. Um eine Karte zu ziehen, dann kann ich einen Spielzeugspender schießen und dann noch eine Karte ziehen. Ist das okay? Das mach mal. Okay. Dann schießen. Ja. Und nochmal ziehen. Und weil der Spielzeugspender noch auf den Friedhof gelegt wurde und weil die Karte nicht once per turn ist. Genau. Ich liebe es. Ja, so kann man Kartenvorteil ohne Ende generieren. Dann suche ich mir mal herbei. Ja.
Mein linker Slot ist frei. Ich wünsche mir eine. Ich wünsche mir alles herbei. Ich wünsche mir ein Kuscheltier herbei. Nehmen wir mal die Kuscheltierkatze, die Süße. Guck mal, Hunde und Katzen überall. Aber du hast keinen Fuchs in deinem Deck. Ha. Kann ja noch kommen. Ja, und dafür hast du Bären und Pinguine. Ein Bär hast du noch nicht, nee. Nee, hab ich auch nicht. So, dann die schöne +1-Karte, Schreckenspells Patchwork. Da kann ich mir eine Polymerisation und einen Enkobold vom Deck hinzufügen. Dann mach mal. Poly und einen Kettenkobold. Einen Kettenkobold. So, dann aktiviere ich doch mal die Polymerisation und ich polymerisiere. Ist das ein Wort? Habe ich jetzt gerade erfunden. Kuschelt die Katze mit dem Kettenkobold. Zu einem. Fusion! Ich mache mal den Schreckenspelz Kraken. Oh, release the Kraken! Genau. So, und dann habe ich noch zwei Effekte im Friedhof, nämlich die kuschelte Katze. Wenn sie für eine Verwirrungsbeschwörung von einem Kuschel- oder Schenkstall von einem Friedhof geworfen wird, dann kann ich mir eine Fusion vom Friedhof zurück auf die Hand nehmen. Ja. Und der Kettenkobold sucht mir eine Schreckenspelzkarte, wenn er auf dem Friedhof gelegt wird, von der Hand oder vom Feld. Ja, würde ich sagen, die Katze Chaining 1 und den. Die Katze Chaining 2 und die Chain. Kobold 1. Kettenlied 1, ja. Der ist die Poli wieder. Und dann die Schreckenspelzkarte. Schreckenspelz Fusion. Da kommt jetzt der wahre Schrecken zum Vorschein. Jo, dann machen wir einfach nochmal eine Fusion, weil das so viel Spaß macht. Klar, man kann nicht genug fusionieren. Ich fusioniere Kuschelte Pinguin zusammen mit dem Kraken. Auf einen Schreckenspelz Scharfzahn. Na, der fletscht ja mal ordentlich die Zähne durch. Jawohl. Und der hat auch einen Beschwörungseffekt. Da kann ich mir nämlich ein Schreckenspelz, Fusionsmonster im Friedhof wählen, das als Spezialbeschwörung beschwören. Ja. Und der Pinguin hat auch einen sehr, sehr tollen Effekt. Wenn der für eine Fusionsbeschwörung wegfusioniert wird, dann darf ich zwei Karten ziehen und eine abwerfen. Und da würde ich sagen, den Pinguin auf Chaining 1 und den Scharfzahn auf Chaining 2. Ich wähle meinen Kraken. Ja, hast du ganz sonst nichts drin an Fusionsmonstern. Genau. Habe auch gerade den Effekt von Kraken vergessen, ist egal. Der kommt zuerst, dann Effekt von Pinguin. Ja. Zwei ziehen. Und eine abwerfen. Eine abwerfen. Oh. Mein Deck meint's gut mit mir. Ich werfe ab Schreckenspelz Reparatur. Mehr Fusion braucht das nicht. Ich aktiviere. Durch die Begräbnisbeigabe. Oh nein. Du hast gefühlt gerade alles irgendwie. Kann das sein? Ja, aber du hast ja auch nicht schlecht gehabt, ne? War okay, aber der Zwillingstwister hat mir doch schon sehr weh getan. Der war nicht nötig. Ja, ich lege einen Spielsachspender rein und ich habe wieder einen Effekt von Spielsachspender, weil der nicht uns per Turn ist. Ja, da ist noch ein. Dann möchte ich mir gerne einen Kuscheltiermonster suchen. Das ist die Eule. Und die sucht dann noch eine Polymerisation wieder raus. Yay. Ja, nur wenn ich sie beschwören kann. Ja. Aber die kann ich, glaube ich, beschwören. Mit der Schreckenspelz-Reparatur muss ich eben kurz lesen. Du kannst die Siegkarte von der Friede verbannen, beschwöre ein Kuscheltier oder ein Kobo-Monster als Spezialbeschwörung von deiner Hand. Das möchte ich gerne machen. Ja, das ist schön. Das ist wirklich schön. Ja, dann spezialbeschwöre ich sie und möchte auch gerne noch eine Polymerisation suchen. Mach das mal. Hat nicht, wie das weiß ich, noch irgendwelche blöden Effekte. Außer dem Suchen und dem Annullieren hat es leider nichts mehr so weiter drauf. Okay, wenn das so ist, dann möchte ich gerne aber den Effekt von Schreckenspeis Kraken benutzen und ein Monster wählen, um es auf den Friedhof zu legen. Uff. Dann darf der aber in diesem Spielzug nicht mehr zweimal angreifen. Na Gott sei Dank. Oder nicht mehr zweimal direkt angreifen. Da darf ich generell, glaube ich, darf nicht direkt angreifen, ne? Er kann nicht direkt angreifen. Er darf dann noch zweimal angreifen. Ja, aber nicht direkt. Ja. Aber das ist mir doch egal. Ich fusioniere den einfach nochmal weg. Ja, fusionieren kannst du ja mehr als genug. Genau. Einfach die drei guten.
für noch einen Schreckenspell Scharfzahn. Und ich aktiviere auch seinen Effekt und wähle meinen Karten. Jo. Haben wir noch einen Füße-Effekt? Nee, haben wir nicht. Und weil der jetzt mit drei Materialien gemacht wurde, kann er auch nicht mehr durch Karteneffekte zerstört werden oder durch Kampf. Mhm. Das ist schon ein ordentliches Feld, ja. Und die werden alle nochmal stärker, ne? Durch den Scharfzahn. Oh, wie war das? Ja, genau. Scharfzahn macht einen 400 Push. 400 Punkte, genau. Gut, aber nur 400 Punkte, okay. Der Tiger wird ein bisschen böser. Den kann ich auch noch machen. Hallo? Ich trau mich einfach mal. Ich aktiviere Schreckenspells Fusion. Die habe ich mir ja noch gesucht. Ja, das ist richtig. Und ich verbanne mir einen Scherenkobold, eine Eule und eine Katze. Mhm. Eigentlich meine Lieblingskarte aus dem Themendeck, die eigentlich gar nicht mehr so häufig gespielt wird, den Schreckenspelz Wolf. Oho. Ja, der bekommt so viele Angriffe, wie ich Material für benutzt habe. Oh, verdammt. Genau, da hast du den Schirnkobold, ja. Okay. Ja, Happy Birthday. Mit 2800 Angriff sieht ja gerade gar nicht mal so schlecht aus gegen deinen Mrs. Strahler. Das ist richtig, ja. Ups. Ich gehe jetzt in die Battle Phase. Ja. Ich greife zum ersten Mal an mit dem Wolf auf deinen Missile-Strahler. Gut, dann verliere ich einmal 900 Punkte. Und dann aktiviert sich der Effekt vom Missile-Strahler und ich darf mein Erdemonster von meinem Friedhof zurück auf die Hand nehmen. Und ich wähle mein Melfi Katzi. Miau. Dann möchte ich dich mit dem Wolf nochmal angreifen. Ja, dann nehme ich mal die 2800 Punkte Schaden. Autsch. Dann möchte ich nochmal angreifen. Ja, einfach weil es geht, ne? Genau. Ja, dann greife ich dich. Der war ja zwischenzeitlich auf dem Friedhof, das heißt, der darf ich hier direkt angreifen. Ja, das ist richtig. Dann mache ich das mal. Ja, dann reicht das ja auch schon. Und sonst hast du ja noch zwei Schafzähne, die mich auch nochmal angreifen könnten. Jawohl. Ja. Ja, das war eine satte Starter bei mir. Ja, das war optimal, würde ich mal sagen. Also da hat ja alles gepasst. Ich hätte nicht mehr gelacht, wenn ich den Zwillingssister nicht gehabt hätte. Nee, dann hättest du sehr schnell geweint. Weil dann wärst du wahrscheinlich eher auf den Tiger zwischendurch auch mal gegangen, oder? Ja, doch. Also von daher. Obwohl ich dir auch zutraue, mehr oder weniger, dass du hier wohl, jetzt nochmal die Karte, die du setzt, wenn sie dann zerstört wird, dass du den Drachen wecken. Den Drachen wecken, genau. Wäre durchaus eine denkbare Geschichte. Jetzt, wo ich es gerade sehe, die Würfel hier auf dem Tisch, die werden auch immer mehr, oder? Ja, das liegt aber auch in gewisser Weise an unserem Vorduellanten. Weil erst hatten sie nur drei Würfel und haben sich dann beschwert. Dann hat sich der Chat darüber beschwert, dass die Würfel so wenig geworden sind. Dann habe ich einfach meine Würfel noch mit dazu geparkt. Das sind jetzt quasi meine plus Iranas Würfels. Genau, Kari, man kann nie genug Scharfzähne haben. Das ist bei mir schon abgehoben. Ich hatte bei dir schon abgehoben, ja. Gut. Gut, dann hätte ich ganz gerne, dass du beginnst. Okay. Da kuschelt ja üblicherweise eher so ein OTK-Deck ist und gar nicht anfangen möchte. Aber die können auch mittlerweile ganz schöne Anfangsboards machen. Also. Schauen wir mal. Dann sehen wir schon. Der Standardspruch. Ja, natürlich. Gut, ich fange an mit einer Normalbeschwörung von Kuschelt ihr Hund. Ja, dann mach mal. Und ich möchte mir gerne einen Kuscheltier-Monster vom Deck dann hinzufügen. Oder eine. Ja. Oder ein Scheren. Wir gucken, was wir jetzt. Ein Kuscheltier-Pinguin. Ein kleiner Pipanzer. Wodurch er kommt, gibt es noch mehr. Kannst du da eigentlich fast, ich hoffe, das kommst du dir sparen, weil ich aktiviere noch Schreckenspell Patchwork. Ich hatte es mir schon fast denken können, aber man weiß ja nie, man weiß ja nie. Polymerisation und dann haben wir noch Scheren, ja, Scheren. Scherenkobold, ja.
dich nicht in die Finger schneidest damit, du. Ich doch nicht. Bin mit Scheren geübt. Christian mit den Scherenhänden. Schnippschnapp. So, dann mache ich mal Polymerisation. Mhm. Und ich polymerisiere einen... Mein Hund mit der Schere. Mhm. Tja, auf den Hund gekommen. Für Schreckenspelz grausamer Wahl. Mhm. So, wenn eine Fusionsbeschwörung wird, könntest du eine Karte auf den Spielfeldseiten beider Spieler zerstören, aber das wird jetzt gerade nicht so ganz funktionieren. Oh, du kannst ein Fusionsmonster wählen, das du kontrollierst, lege ein Schreckenspelz-Karte auf den vom Deck oder Extra-Deck auf den Friedhof und dann kriegt er noch Angriffspunkte dazu in Höhe der Grund, der Hälfte seiner Grundangriffsstärke. Okay. Genau, und diesen Effekt möchte ich gerne machen, den zweiten. Okay. Eine Schreckenspelz-Karte vom Deck auf den Friedhof legen. Mhm. Und das ist, die liegt schon schön gerade da. Die Schreckenspelz-Reparatur. Das kannst du. Warte mal, du legst eine. Okay. Ach so. Ah, okay. Okay, so rum war das. Okay, alles, nee, klar, passt. Alles gut? Ja, alles passt. Gut, dann möchte ich die Reparatur gerne verbannen, um noch ein Kuscheltiermonster von meiner Hand zu beschwören. Mhm. Ja, okay. Und dann kommt hier der Kuscheltier-Pinguin. Das ist in Ordnung. Und ich aktiviere den Effekt vom Kuscheltier-Pinguin, um noch ein Kuscheltiermonster zu beschwören. Und das ist dann der Kuscheltier-Delfin. Mhm. So, damit könntest du deinen Spielzeugspender am Friedhof wählen und ihn setzen und dann ein Kuscheltiermonster oder Scherenkobold vom Deck auf den Friedhof legen. Okay, und wenn sie als Fusionsmaterial benutzt wird, dann kannst du einen Fusions- oder Polymerisationszauber, Verband oder im Friedhof wieder ins Deck mischen. Okay. Genau, aber dafür möchte ich ihn jetzt gerade nicht benutzen. Ich möchte einfach nur eine Exis-Beschwörung machen mit zwei Wassermonstern. Ah, das schreit nach einem Abgrundbewohner. Oder einem blöden Hai, einem Bahamut-Hai. Ein Bahamut-Hai, richtig? Natürlich war es der Bahamut-Hai. Und noch so einen Effekt möchte ich benutzen, ein Material abhängen, um ein Wassermonster des Rang 3 oder weniger aus meinem Deck, Extra-Deck spezial zu beschwören. Ja. Und was ist da naheliegender? Ja, was umwerfen, das kann er ja nur kommen. Genau. Ein Krötelig umwerfend. Genau. Immer was die Eingangspunkte nur bis zum Ende des Spielzugs. Na, bis zum Ende dieses Spielzugs. Okay, dann ist das gleich sowieso wieder verpufft. Genau. Und mit diesem Board entlasse ich dich in deinen Spielzug. Ja, das ist erstmal soweit in Ordnung. Dann ziehe ich erstmal eine Karte. Hm, was machen wir denn damit? Ja, so, der Kröte dich umwerfen, kann sich selber tributieren, um dann halt das von mir zu annullieren. Schauen wir mal, ob du das überhaupt kannst oder willst. Ich nochmal beschwöre meinen flinken Biber und würde ganz gerne seinen Effekt aktivieren, um ein Flinkmonster der Stufe 3 oder niedriger aus meinem Deck zu beschwören. Ja, kannst du machen. Sehr gut. Dann rufe ich doch einfach mal einen weiteren flinken Biber. Biber, Biber, wo bist du? Ich hätte dich doch viel lieber nicht in meinem Friedhof. Was sagst du? Doch noch den Reih hinbekommen. Ja, doch, ich hab's noch so gerade noch den Dreh gekriegt. Ja. Das könnte ich natürlich auch so machen, aber ich glaube, das spare ich mir noch. Ich werde mal Folgendes machen. Ich werde eine Karte verdeckt setzen. Wo kommen jetzt die Dangers? Jetzt kommen die, Mind Games. Da mache ich das vielleicht doch. Das Problem ist, wenn ich das jetzt mache, dann lässt du mich nicht machen. Könnte passieren. Das könnte passieren, deswegen mache ich jetzt Folgendes. Ich gehe einfach mal in die Endphase und aktiviere den Effekt von meinem Melfi Velpi. Dann während der Endphase darf ich diesen Kollegen einmal als Spezialbeschwörung beschwören, falls du nichts dagegen hast. Okay. Schön. Schwupp. Dann liegt das Ding da. Genau. Und wenn du ein Monster beschwörst oder einen Angriff auf den Velpi deklarierst, dann darf ich ihn auf die Hand zurückgeben und dann ein ungeheuer Monster der Stufe 2 oder niedriger als Spezialbeschwörung aus meinem Deck beschwören. Ist das nicht herzallerliebst? Oh, schön. Schön, ne?
Gut, dann war es ja dann eine Endphase. Ja, das ist richtig. Gut, dann ziehe ich mal und guck. Oh. So, dann während deiner Mainphase. Während meiner Mainphase, gut, dann gehe ich mal in die Mainphase. Gut, dann würde ich jetzt gerne mal Folgendes machen. Ich aktiviere mal den Effekt von meinem Hoppelohr-Schwadron. Das funktioniert jetzt folgendes. Kannst du einfach so aktivieren, dass ich eine Kette starte? Du wechselst ja quasi. Ja, nein, dann mach einfach mal irgendwas. Dann möchte ich erstmal den Spielzeugspender aktivieren. Gut, dann aktiviere ich den Effekt von Hoppelohr-Schwadron. Okay. So. Ich wähle meinen flinken Biber in Angriffsposition als Ziel. Dann möchte ich gerne den Kollegen als Spezialbeschwörung beschwören und dann mache ich mit den beiden Monstern eine Synchro-Beschwörung. Das ist alles ein Effekt? Das ist alles ein Effekt. Okay, dann würde ich tatsächlich meinen Kräuterlich Umwerfen daran ankennen. Ah, das heißt, du analysierst den Effekt. Genau. Und ich möchte das Monster nicht auf meine Spielfeldseite setzen. Schade. Weil sowas wollen wir hier nicht sehen. Und, zerstört er auch? Fragezeichen. Annulliere die Aktivierung, weil sie dies ist, zerstöre die Karte. Dann kannst du sie auf deine Spielfeldseite setzen. Ja, das ist okay. So, was kostet? Muss ich ihn, glaube ich, zurück ins Deck mischen oder so? Als Tribut anbieten. Als Tribut anbieten. Ein Aquamonster. Auf den Friedhof legen steht da. Ja. Ja. Aber da steht ein Aquamonster. Genau, ein Monster Typ Aqua. Ja, erst. Er leider nicht. Nee, er ist eine Seeschlange, deswegen funktioniert er leider nicht. Ja. Gut, dann mache ich mal weiter. Mhm. Ich aktiviere den Effekt von Spielzeugspender. Ich werfe eine Karte als Kosten ab. Ja. Mit sowas ankennen. Nö. Dann zeige ich dir das. Und muss ich dann auf den Friedhof. Und bin ein bisschen traurig, aber ich kann ja den Effekt von der Chain hier benutzen. Ja. Um eine Schreckenspelzkarte mir zu suchen. Ja. Ich glaube, da kann man das Patchwork auch wohl ganz gut nehmen. Das kann man machen, man kann es aber auch sein lassen. Und dann aktiviere ich das einfach mal. Ja. Und möchte suchen. Mhm, mach mal. Und eine Kette. So, wie machen wir weiter? Sehr cool, wenn ich noch einen zweiten Toli aussuche, aber habe ich leider nicht. Na, so ein Pech aber auch. Ich mache eine Normalbeschwörung. Oh. Ja, Sensenkobold. Was macht denn der gute Sensenkobold? Auf dem Feld eigentlich nichts. In der Hand kann ich den in der gegnerischen Mainphase benutzen, um eine Verlustbeschwörung zu machen. Mhm. Ja, ist die Beschwörung okay. Im Friedhof kann ich ihn übrigens noch verbannen. Wenn ein Schreckenspezialismus-Monster, was ich von der durch Kampf oder Karteneffekt zerstört würde, kann ich ihn stattdessen vom Friedhof verbannen. Ah ja, okay. So, du hast jetzt noch zwei Handkarten, ne? Ja. Nee, das ist mal soweit in Ordnung. Okay. Dann mache ich eine Linkbeschwörung. Mhm. Auch das Schreckenspelz scharf. Fast. Strickscharf natürlich. Das Strickscharf, okay. Ist die Beschwörung okay? Die ist erstmal soweit in Ordnung. Dann aktiviere ich Polymerisation. Mhm. Möchtest du was anketten? Nö. Gut, dann kette ich mit Kettenkobold und meinem Schrecken des Pelz. Mhm. Grausamer Wahl. Das Fusionszeitalter. Genau. Auf Schrecken des Pelz Scharfzahn. Mhm. Und Kette macht ja nichts mehr. Aber Strickscharf macht was, ne? Mit Strickscharf. Sag mal, Chaining 2. Wähle ich mir meine. Muss mal eben kurz wissen, was der Delfin noch mal kann. Achso, da muss ich den Spitzerspinner in den Friedhof fahren. Okay. Dann werde ich nämlich zum Beschwören meinen Kuscheltier-Pinguin durch die Schreckscharf und durch den Scharfzahn den grausamen Wal, wenn das okay ist. Da möchte ich ganz gerne als Ketten die 3 noch eine Karte anhängen, und zwar meinen verschwundenen Wind. Und ich wähle dann Scharfzahn in dem Fall als Ziel und möchte gerne seinen Effekt annullieren und seine Grundangriffsstärke halbieren. Und das permanent. Okay. Ding. Aber
trotzdem kommt ja mein... Dein Pinguin wieder. Pinguin, genau. Die Fusion kommt auf den Friedhof. Mhm. So, das ist erstmal alles gut. Ja, alles tutti hier bei Mutti. Das habe ich mir jetzt anders vorgestellt. Das gefällt mir. So, wenn ich den angreife, dann kannst du den zurück auf Hand geben. Und dann ein ungeheuer Monster der Stufe 2 oder niedrig aus dem Deck beschwören. So, okay. Solltest du ja so gut überlegen, ob du ihn angreifen willst. Hm. Link 4, Kaliber Schwertrache. Also, Link 4 ist tatsächlich eine Option bei mir. Das ist ja die Frage, was du als Link 4 Option drin hast. Genau. Aber dann halt nur ein Kaliber-Schwertrache ist dann auch nicht die Welt, ne? Ja, das ist richtig. Da wäre der Kaliber-Ladedrache schon wieder ein bisschen besser. Genau. Warum habe ich den noch im Verteidigungsmaus gespeichert? Ist mir schon ein. Egal. der hat jetzt 1600. Der ist ja einmal halbiert, ne? An der Effekt annulliert, ne? Mhm. Dann ist der bei 1,2. Mhm. Der darf aber noch angreifen. Angreifen darf er noch, ja. Okay. Dann gehe ich in die Battle Phase. Mhm. Ich greife mit Strickscharf den flinken Biber. Mhm. Und Schreckens bei Scharfzahn den anderen flinken Biber. Gut, dann verliere ich 800 Punkte. Dann gehe ich in die Mainphase 2 mhm. und mache eine Link 4 Beschwörung. Wenn du mir jetzt eine Apollosa hinlegst, dann weine ich. Ich aktiviere trotzdem den Effekt von meinem Melfi Velpi auf die Beschwörung von deiner Apollosa. So, sie hat jetzt gerade 3. Also sie wird dann zurück auf die Hand gehen? Ne, ich würde ihn auf die Hand geben und dann ein ungeheuer Monster aus dem Deck beschwören. Irgendeins? Ein ungeheuer Monster der Stufe 2. Und das zurück auf die Hand geben, ist es schon kosten? Nein, oder? Das ist Teil des Effektes. Ist das einmal pro Spielzug? Das ist einmal pro Spielzug. Ich annulliere das. Okay, das heißt, der Kollege wird dann da einfach liegen. Ja. Okay. Dann bist du dran. Gut, da ziehe ich meine Karte. So, das heißt, jetzt noch 1600 Punkte, ne? Genau. Mhm, mhm, mhm. Dann machen wir das mal relativ simpel. Ich rufe als Normalbeschwörung Galantosa, mystisches Ungeheuer des Waldes. Wenn sie durch einen Effekt eines Ungeheuermonsters als Spezialbeschwörung beschworen wird, dürfte ich eine Karte auf dem Spielfeld wählen und sie zerstören. Aber da ich jetzt normal beschworen habe, ist das nicht wirklich relevant. Stattdessen mache ich einfach mal eine Exis-Beschwörung. Und dann beschwöre ich... Himmelskavallerie Kornblume! Oho. Die kann nicht durch Kampf zerstört werden, solange sie Exis-Material hat. Und am Ende des Damage-Steps, sollte sie gegen ein gegnerisches Monster gekämpft haben, kann ich ein Material abhängen und dann ein Monster... und dann das Monster, gegen das ich gekämpft habe, auf die Hand zurückgeben. Okay. So, dann Battle-Phase. Mhm. Und dann greife ich mit Kornblume einfach mal die Apollosa an und ich aktiviere den Effekt mal nicht. Ja, das habe ich mir fast gedacht. Ja. Dann ist sie tot und ich bekomme 400 Schaden. Das ist richtig. So, dann gehe ich noch in die Main-Phase 2, werde eine Karte verdeckt ersetzen und dann beende ich meinen Spielzug. Okay, dann ziehe ich mal und gucke, ob ich irgendwas damit anfangen kann. Stimmt. Nö, ich skippe mal meinen Spielzug, du bist dran. Gut, dann ziehen wir mal eine Karte. Das ist jetzt nett. Die Frage ist, brauche ich das? Hm. Hm. Irgendwie nicht so. Ich rufe als Normalbeschwörung meine Rettungskatze. Oh, sehr gut. Ja, da möchte ich gerne ihren Effekt aktivieren, sie auf den Friedhof legen und dann zwei Ungeheuer der Stufe 3 oder niedriger von meinem Deck als Spezialbeschwörung beschwören. Die Effekte werden aber dummerweise annulliert und sie werden während der Endphase zerstört. Ist okay. Super. Dann beschwöre ich mal ein Hoppelohr-Schwadron und ich glaube, ich lege mal noch das Melfi-Pony aufs Spielfeld. So, dann überlagere ich mal die beiden. Außer du hast irgendwelche Antwortmöglichkeiten. Ist gut. Das sucht man auch gerne. Dann rufe ich mal meinen Melfi des Waldes. So, dann Effekt Melfi des Waldes.
Ich würde mir ganz gerne wieder eine Mephi-Karte suchen wollen. Kannst du machen. Super. Lass Mephi verstecken. Das aktiviere ich auch direkt mal. Und möchte gerne den Effekt nutzen, um mir drei Ungeheuer vom Friedhof ins Deck zu mischen und anschließend eine Karte zu ziehen. Okay. Ja, und dann nehme ich mal das Pony, das Katz, das andere Kätzchen, also nicht das Mephi-Katzi und dann einen Biber. Ja. Misch die mal ins Deck und ziehe mal eine Karte. Okay. Gönn dir. Ja, ich gönn mir sowas von, du. Oh, das ist nett. Das ist schön. Ja, dann geht doch mal in die Battle-Phase. Okay. Und dann greife ich mal mit Timmets Kavallerie Konvo deine Lebenspunkte mal direkt an. Ja, schade, nehme ich. Sehr gut. Dann gehe ich in die Endphase und aktiviere noch den Effekt von meinem Melfi Welpi und möchte gerne als Spezialbeschwörung beschwören. Okay. Ching. Und dann bist du dran. Okay. Ziehen. Ich aktiviere mal den Effekt von Spielzeugspender. Mhm. Ich werfe eine Karte ab. Ja. Kann ich durchziehen, ja? Darfst du. Ja, es ist ein Kuscheltiermonster. Da hast du Glück gehabt, ja. Und möchte ich das speziell beschwören. Tja, das ist die große Preisfrage. Doch, mache ich mal. Mhm. Im Verteidigungsmodus. Okay. Dann überlege ich. Ich glaube, ich möchte dann ganz gerne den Effekt von meinem Melfi Welpi mal aktivieren. Okay. Gut, dann gebe ich ihm jetzt auf die Hand und rufe ein Ungeheuermonster der Stufe 2 aus meinem Deck. Und dann nehmen wir. Na, wo versteckt sich der Lümmel? Da ist er. Der Kalantosa, mystisches Ungeheuer des Waldes. Und dann aktiviert sich sein Effekt und ich möchte gerne einmal deinen Kuscheltier-Pinguin vom Feld schießen. Und tschüss. Ich war auch dumm, ne? Ich habe jetzt den Effekt von... Von der Kette vergessen. Dann wäre alles anders gewesen. Egal, ich beende meinen Spielzug, du bist dran. Dann ziehen wir mal eine Karte. Och, das ist nett. Das ist alles sehr nett. Du hast noch 5000. Ach, du hast noch so viele Lebenspunkte. Und deine Monster sind nicht so mega stark. Nee, die sind nicht besonders groß. Das ist halt die wesentliche Schwäche von meinem Kuscheltier-Deck. Aber das ist nicht so tragisch. Da kann ich mitarbeiten. Wie machen wir das am geschicktesten? Ich habe noch so ein paar nette Sachen. Ich könnte noch ein paar Angriffspunkte aufs Spielfeld legen, aber... Ayashi 219 hat uns abonniert auf Stufe 1. Oh ja, herzlichen Dank, Ayashi. Danke. Dann aktiviere ich erstmal den Effekt von Melfi des Waldes und möchte mir gerne wieder eine Melfi-Karte suchen, indem ich eine Karte abhänge. Okay. Und... Das kann ja eine beliebige Melfi-Karte sein. Ein... Genau, eine Melfi-Karte. Dann suche ich mir das Melfi-Katzi. Oh. Miau. Die Kuschelkatze. Mhm. So, dann... mache ich meine Link-2-Beschwörung. Ja. Yeah. Und dann beschwöre ich mal meinen Miststrahler. Und jetzt nutze ich den Effekt von Melfi verstecken und möchte gerne wieder drei Ungeheuer ins Deck mischen und anschließend eine Karte ziehen. Ja, das. Ja, da mische ich mal meinen Melfi des Waldes rein, meinen Kalantosa und ich nehme noch eine Hoppel-Ohr-Schwadron. Das ist halt so das Problem bei Melfi, es hat noch nicht wirklich viele Angriffspunkte. Das kommt erst mit Phantom Rage, wenn dann Alpha, der Bestienkönig, ins Spiel kommt. Aber der ist keine Themenhändler Karte, oder? Nee, der hat damit nichts zu tun. Der gehört quasi zu den Bestienkönigen-Karten. Also ein bisschen auch indirekt zu Barbaros, wenn man so will.
Hast du schon gezogen? Ich habe noch nicht gezogen, nein. Jetzt habe ich gezogen. Ich habe gut gezogen. Ich habe sehr gut gezogen. Ja, dann gehe ich einfach mal in die Battle-Phase. Jo. Und greife jetzt erstmal mit Himmelskavallerie Kornblume für 2000 Punkte Schaden an. Schaden nehme ich. Sehr gut. Und dann kommt mein Mistostrahler, den ich für 1900 Punkte nochmal besuchen. Ja, nehme ich auch. Wunderbärchen. So, dann gehe ich mal in die Main-Phase 2. Werde mal noch zwei Karten verdeckt setzen. Und dann in der Endphase aktiviere ich den Effekt von Malfi und rufe sie als Spezialbeschwörung. Okay. Und den Effekt von Malfi Velpi nutze ich auch nochmal und beschwöre ihn auch nochmal als Spezialbeschwörung. Okay, okay. Schwupp. Ja. Und dann bist du dran. Ja, gut. Draw Phase. Standby Phase und Main Phase. Ich nochmal beschwöre. Ein kuscheltier Hund. Der Hund, der sucht dir wieder was, ne? Genau, ich möchte auch gerne den Effekt benutzen. Ja, das ist soweit in Ordnung. Suche mir herbei die Kuscheltierflügel. Und dann Effekt vom Spielzeugspender. Möchtest du etwas ankennen? Nein, das ist in Ordnung. Das ist ein Kuscheltierhund. Oh, schade. Ist doch gut. Ja. Also ich darf jetzt von der Hand spezial beschwören. Ja. Nämlich einen Kuscheltierpinguin. Stimmt, da ist ja was Beliebiges beschwören, ne? Ja. Gut, dann beschwörst du und dann das Ziehen wird noch, das war mit dem Flügel, ne? Genau, das habe ich jetzt noch nicht gemacht. So, genau. Das Beschwören kommt von dem Spielzeugspinner, weil da möchte ich ganz gerne darauf erstmal reagieren, auf die Beschwörung. Ja. Aktiviere den Effekt von Malfi Velpi und möchte gerne auf die Hand zurückgeben, um ein Ungeheuermonster aus meinem Deck zu beschwören. Okay. Schwupp. Und da nehmen wir Kalantosa, mystisches Ungeheuer des Waldes. Und den Effekt von Kalatosa aktiviere ich auch direkt mal und zerstöre dir den Kuscheltier-Pinguin. Okay. Dann möchte ich in meinem Friedhof aktiviere den Effekt von Kuscheltier-Flügel. Verbann ich zusammen mit vier Optionen, aber es wird ein Kuscheltier-Pinguin sein, um eine Karte zu ziehen. Ja. Kann er nur Monster schießen? Der kann offene Karten. Der kann grundsätzlich eine Karte schießen. Also ich hätte so einen Spielzeugspender wegschießen können, theoretisch. Dann ziehe ich. Ja. Und dann schieße ich den. Um nochmal zu ziehen. Und dann nochmal zum Suchen. Was bietet sich denn an? Ach, so einiges würde ich sagen. Mehr Schafe braucht das Land hier. Ich will mehr. Es ist ein wenig ein Struggle mit dir jetzt gerade. Das wäre ja sonst langweilig. Genau. Ich spezialbeschwöre das kuschelige Schaf, weil ich ein kuschelige Monster habe. Ja, okay. Gut, dann aktiviere ich jetzt den Effekt von Melfi Katzi und möchte gerne auf die Hand zurückgeben, um dann ein ungeheuer Monster der Stufe 2, ein ungeheuer Monster von meinem Deck auf die Hand zu nehmen. Das hat sogar nicht mal eine Stufenbeschränkung. Ich darf ein beliebiges Ungeheuer suchen. Okay. Gut, darf ich? Ja. Super. Und ich glaube, dass ich mich an der Stelle für die Hoppelohr-Schwadron entscheiden werde. Dann aktiviere ich den Effekt von Kuscheltier Schaf. Was kosten kann ich ein Kuscheltiermonster zurück auf die Hand geben und dann ein Enkobold aus meiner Hand oder meinen Friedhof spezial beschwören. Gut, dann aktiviere ich den Effekt von meinem Hoppelohr-Schwadron und wähle dafür meinen Kalantosa als zweites Ziel. Okay. Dann beschwöre ich ihn und mache jetzt eine Synchro auf Stufe 4. Und dann. Okay, der kommt schon als Kosten zurück. Ja. Übrigens. Ich
denke, ich entscheide mich für den Herold des Bogenlichts. Und ich speziell beschwöre mir einen Kettenkobold. Tja, dann gib mal Kette, würde ich sagen. Erstmal aktiviere ich Zwillingsfister. Aus Kosten werfe ich das ab und ich wähle diese beiden Karten. Die beiden Karten wählst du auch. Mhm. Dann aktiviere ich den Effekt von Herold des Bogenlichts. Ich biete dir eine Tribute an und annulliere dir einen Zwillingstwister einfach mal. Okay. So nicht, Freundchen. So nicht. Dann mache ich eine Link 2 Beschwörung. Mhm. Auf Artefakt Dagda. Was macht Dagda? Wenn ein anderer Karteneffekt aktiviert wird, dann kann ich ein Artefakt aus meinem Deck setzen oder meiner Hand. Hinzufügen. Von der Hand. Von der Hand oder den Deck in die Zaubernfallenzone setzen. Und während der nächsten Endphase des Gegners wird sie zerstört. Mhm. Und wenn sie als Linkbeschwörung beschworen wird, dann kannst du ein Artefakt und als Spezialbeschwörung von einem Friedhof in Verteidigungsposition beschwören. Okay. Ja. Ja, ne? Ja, kann man mal machen. Und dann aktiviert sich der Effekt von Kettenkobold in meinem Friedhof, den ich jetzt nicht vergesse. Und dann kann ich einen Dagda auch direkt daran anketten, richtig? Das kannst du machen, aber ich kann auch meinen verschwundenen Wind daran anketten und dein Artefakt Dagda einfach mal stumpf annullieren und die Angriffspunkte halbieren. Okay, dann suche ich mir halt nur eine Schreckenspelzkarte. Kein Patchwork mehr. Oh, die Patchworks sind aus. Oh, schade. Dann müsste es eine Schreckenspelz-Fusion sein. Out of Patchwork. Dein Deck ist ein bisschen dünner geworden. Ach. Ja, da sind die ganzen Patchworks. Oh, schade. Alle weg. Ja gut, die eine hast du dir den Spielzeugspender abgeworfen und die andere hast du dir gesucht. Und wenn du nur zwei spielst, dann war's das. Okay. Ist das okay? Ja. Boah, das wäre mega mies, wenn du jetzt noch einen Effekt-Negator hättest. Ich mach mal Schreckenspelz-Fusion. Ja. Und ich verbanne Sonsmaterial aus meinem Friedhof. Dann fusionier mal ein bisschen. Ich fange an mit einem Scherenkobold, dann einen Hund. Dann einen Pinguin. Oh, jetzt will er es aber wissen. Und ein Schaf. Nichts was daran. Es ist Kosten. Das ist alles Fetter des Effektes wahrscheinlich. Ja, genau. Ja. Ja, beschwörbar. Was kommt denn da jetzt Schnuckeliges? Tiger. Ja, der Tiger, der weckt den Tiger in dir. Gut. Und ich möchte gerne erstmal Ziele wählen, weil ich kann nämlich so viele Karten schießen, wie ich Material für ihn benutzt habe. Ja. Ich wähle 1, 2, 3 und 4. Möchtest du das daran erkennen? Ja, möchte ich auf jeden Fall. Als erstes Mal aktiviere ich die beiden verschwundenen Windfallenkarten in meinem Friedhof. Die darf ich nämlich jetzt, weil du ein Monster vom Extra-Deck beschworen hast, wieder aufs Spielfeld setzen. Allerdings werden sie dann verbannt, wenn sie das Spielfeld verlassen. Ja. Und ich kette eine von deinen Gewählten und aktiviere einen dritten verschwundenen Wind und wähle dann Schaft, dein das Tiger. Das ist sehr, sehr schade. So, das heißt, die beiden setze ich mir wieder aufs Spielfeld und der annulliert den Effekt von deinem Tiger. Sodass er nur schnuckelige 950 Punkte hat. Tja, machst du manchmal nix, ne? Machst du nix. Die sind auch dauerhaft annulliert, die Effekte, ne? Die sind permanent aktiviert, ja. Ja, gut. Dann werde ich, denke ich mal, enttäuscht meinen Spielzug gar nicht abgeben. Bitteschön. Dankeschön, dann ziehe ich erstmal eine Karte. Ach, das wird ja immer besser hier. So, was haben wir denn noch für so schöne Sachen hier drin? Gut, dann machen wir als erstes mal Folgendes. Hm.
Ich aktiviere meinen Sonnenaufgang über Ayers Rock. Ich werde jetzt ein Ungeheuer in meinem Friedhof, rufe es als Spezialbeschwörung, also quasi wiedergeburtsmäßig. Ja. Und dann verlieren alle deine Monster 200 Angriffspunkte für jedes Ungeheuer, für jede Pflanze und für jedes geflügelte Ungeheuer, das ich derzeit in meinem Friedhof liegen habe. Das heißt, ich hole als erstes mal meine Hoppel-Ohr-Schwadron aufs Spielfeld und dann verlieren alle deine Monster, weil ich in dem Fall 3 Ungeheuer im Friedhof liegen habe, nochmal 600 Angriffspunkte obendrauf. Okay. Dann nehmen wir noch einfach mal eine 6 daneben, damit wir wissen, dass sie nochmal 600 Punkte bis zum Ende des Spielzugs verlieren. So, dann nutze ich den Effekt von Melfi Verstecken und mische mir mal meine 3 Ungeheuer, die ich noch im Friedhof liegen habe, mein Deck zurück und ziehe meine Karte. Sehr wohl. So, dann ziehen wir mal eine Karte. Oh, okay, das hätte schöner sein können, aber das ist in Ordnung. So, dann machen wir mal weiter. ...1700 Punkte kriege ich die jetzt runtergeklöppelt. Hm, vielleicht. Meine Monster sind ja auch nicht mehr die stärksten, ne? Das ist halt richtig. Ich rufe mal als Normalbeschwörung meinen Melfi Velpi. Yeah. So, dann gehe ich jetzt mal in die Battle-Phase. Dann möchte ich ganz gerne mit Himmelskavallerie Kornblume mal deinen Tiger, seine Zähnchen mal ziehen. Der jetzt hat irgendwie 350. Der hat nur 350 Punkte, ja. Das heißt, das ist okay. Ja, das heißt, du verlierst dann 1750 Punkte. 1650. Warte mal. Der Tiger bleibt aber, glaube ich, standhaft. Standhaft der Tiger? Ja, weil ich kann nämlich hier die Sensen noch aktivieren. Sagt, falls ein oder mehr Schreckenspells versuchsmodische von Liste Kampf oder ein Karteneffekt zerstört würden, kannst du stattdessen diese Karte von deinem Friedhof verbannen. Und das mache ich jetzt, einfach weil der noch stehen bleiben soll. Stehen bleiben soll. Gut, aber trotzdem. Geht ums Prinzip. Gut, die 1650 Punkte Schaden bekommst du trotzdem. Ja, ja gut, dann habe ich aber trotzdem noch einen Missostrahler mit 1900 Angriffspunkten. Ja. Und der bekommt dann einen Tiger nochmal auf die Zähne klöppeln. Ja, macht mal nix. Ja, dann, super. Dann geht dein Tiger doch noch baden. Und ja, damit steht es dann 1-1. Jawohl. Schön gespielt. Das Deck macht auch Spaß. Aber es hat halt Probleme, wenn er dann doch zu viel gegen einen dann kommt. Und hat der wesentliche Nachteil, dass ich einfach so gut wie null Angriffspunkte auf dem Spielfeld liegen habe. Das ist halt echt ein Problem. Ja, und ganz im Gegensatz zu einem Deck, was halt mega viele Angriffspunkte im Normalfall hat. Ja. Tja, dann würde ich sagen, steigen wir einfach mal ins dritte Duell ein. Sehr wohl. Mhm. Und Kari ist traurig, dass der Tiger jetzt gerade ein bisschen was auf den Pelz bekommen hat. Ist ja noch nichts verloren hier, ne? Der kann wiederkommen und dann den Dirk ordentlich verkloppen. Mhm. Wenn ich ihn lasse. Wenn du ihn lässt. Ich nehme an, du möchtest anfangen? Nein. Oh. Einfach nein. Einfach nein? Mhm. Gelobt sei das Nö. Na gut, dann fange ich halt an. Lichte dreimal verlorener Wind verdeckt aufs Spielfeld. Dann weinst du auch. Interessant. Ich lege eine Karte verdeckt. Und dann gehe ich in die Endphase und aktiviere die Effekte von Melfi Katzi und Melfi Velpi. Ich möchte gerne beinahe einmal Spezialbeschwörung beschwören. Okay. Velpi konnte vom Deckspezial beschwören, ne? Genau, und Katzi beschwört aus der Hand. Okay. Dann bist du dran. Jo. Sion. OTK incoming? Nee, ich sehe öfters mal doppelt. Ach so. Und das trotz Brille. Oh, oh, oh. Hm. Dann solltest du deinen Optikkammer verklagen.
Ich starte mal mit dem Effekt von Kuscheltierbär, den wir hier für einen Spielzeugspender. Ja, mach mal. Dann gönn dir mal einen Spielzeugspender. Nö, da ist er. Mhm. Und Gerardo Serrano, nein, auf den Friedhof legen ist nicht das gleiche wie zerstören. Zerstören ist nur, wenn auch explizit zerstören gesagt wird. So, dann aktiviere ich Zwillingszister. Du hast Angst vor meinen verdeckten Karten, oder? Ja. Sehr. Aber du möchtest nur deine verdeckte Karte zerstören, ne? Ich wähle diese Karte und diese Karte. Alles klar. Verscheuchst du meine arme stürmische Spiegelkraft. Effekt von Spielzeugspender. Ja. Dann such dir mal einen Endkobold oder Kuscheltiermonster. Ein Scherenkobold oder Kuscheltiermonster, so. Wird der Hund sein. Boah, du bist ja voll auf den Hund gekommen, du. Da wird der Hund in der Pfanne verrückt. Ja, was denn seines Wortes. Dann mache ich eine Normalbeschwörung und möchte gerne den Effekt benutzen zum Suchen. Dann aktiviere ich den Effekt von Melfi Vapi. Ich möchte ihn gerne auf die Hand geben, um ein Ungeheuer aus meinem Deck zu beschwören. Okay. So, dann beschwöre ich mal meinen Kalantosa. So, dann darfst du jetzt suchen und in einer neuen Kette aktiviert sich der Effekt von Kalantosa. Und dann würde ich ganz gerne deinen Hund mal zurück in den Zwinger stecken. Ach da. Der wird zerstört, ne? Der wird zerstört, ja. Gut, dann aktiviere ich Polymerisation. Das hatte ich befürchtet. Und ich mache einen Kuschelipinguin mit dem Scherenkobold. Mhm. Einwände? Nö, die Fusionsbeschwörung darfst du erstmal durchführen. Was lohnt sich denn? Das ist die große Preisfrage. Die ist es immer, ne? Mhm. Auch ganz schön ist immer der grausame Wal. Gut, dann möchte ich gerne auf die Beschwörung den Effekt von Melfi Katzen einmal aktivieren. Aber du hast ja auch noch was du aktivieren darfst. Genau, ne? Den Effekt von Wal möchte ich jetzt nicht machen, aber den Effekt von Kuschelige Pinguin, um zwei Karten zu ziehen und einen abzuwerfen. Ja, gut, dann geht ihr als Kettenlied 1 und dann Kettenlied 2 kommt dann mein Katzi um die Ecke. So, dann nehme ich den auf die Hand zurück und dann darf ich mir jetzt was suchen, ein Ungeheuermonster. Genau. Das tue ich jetzt auch. Und da suche ich mir einen flinken Biber. Gut, dann werde ich ziehen. Mhm. Und etwas abwerfen. Es ist ein Zwillingstwister. Gut, dann auf das Auflösen des Zwillingstwisters möchte ich gerne den Effekt von meinem Hoppelohr-Schwadron aktivieren. Okay. Dann beschwöre ich, wähle ihn als Ziel und beschwöre ihn und mache eine Synchro auf Stufe 4. Ich möchte was daran anketten. Okay. Dann den Effekt von, also den Schnelleffekt von Kuscheltierwahl, um eine Schreckensfestkarte auf den Friedhof zu legen. Ja. Schreckenspelz Reparatur und der wird hochgeboostet. Auf 3900. Gut. So, dann beschwöre ich jetzt mein Hoppelohr-Schwadron und mache eine Synchro-Beschwörung mit den beiden Kollegen. Und da kommt dann jetzt altes Wesen Hastor. Hast der Tore? Ja, hast du Tore, ja. Also, wenn diese Karte von der Monsterzone auf den Friedhof gelegt wird, kann ich eines deiner offenen Monster wählen und es mit dieser Karte ausrüsten. Und wenn ich das, wenn die Karte dann das Spielfeld verlässt, also dein Monster kann dann erstmal nicht angreifen, solange er ausgerüstet ist und seine Effekte sind annulliert. Und falls er das Spielfeld verlässt, solange er in der Zauber- und Feindzone liegt und ein Monster ausrüstet, darf ich die Kontrolle von deinem Monster übernehmen, und zwar permanent. Oh, das ist nicht schlecht. Mhm.
Also wenn ich den zerstöre, dann könntest du den an ihn ankennen. Dann rüste ich deinen Wal mit ihm aus und wenn er dann das Spielfeld verlässt, solange er ein Monster ausrüstet, dann bekomme ich die Kontrolle über deinen Wal. Oh. Nett, oder? Not bad. Not bad, ja. Gut, dann werde ich einfach mal in die Battleface reingehen. Ja. Und dein Monster angreifen. Gut, dann aktiviert sich der Effekt von Hastor. Ich rüste deinen Wal aus, der kann nicht angreifen und seine Effekte sind annulliert. Ja, sollte er jetzt das Spielfeld verlassen, dann darf ich deinen Wal übernehmen. Okay, schauen wir mal, wo das hinführt. Mhm. Ich beende meinen Spielzug, du bist. Gut, dann ziehen wir meine Karte. Das ist mal nett. Das kann ich machen, das kann ich machen. Und ich könnte. Ah, schade. Dann mache ich das doch, glaube ich, so. Ich werde mal als Normalbeschwörung meinen flinken Biber beschwören und möchte gerne seinen Effekt nutzen, um ein weiteres flinke Monster aus meinem Deck zu beschwören. Kannst du machen. Das finde ich gut. Dann beschwöre ich einen weiteren flinken Biber. Dann als nächstes überlagere ich mal meine beiden Monster. Achso, die Punkte von dem sind übrigens wieder weg. Und dann... Aber seine Effekte sind annulliert, ne? Ja. Hat er den Angriffsboost aber trotzdem nicht mehr. Der ist ja nur bis zum Ende des Zuges. Damit verliert er auch dann die Punkte, die er durch den Boost bekommen hat. Ja, aber einfach um dran zu denken, dass er keine Effekte benutzen darf. Achso, das geht natürlich auch. Gut, dann aktiviere ich den Effekt von Melfi des Waldes und möchte mir gerne eine Melfi-Karte suchen. Ja, darfst du. Keine Eichenblüten. Wo haben wir es denn? Wo haben wir es denn? Da ist mein Melfi verstecken. So, das aktiviere ich auch und nutze direkt mal den Effekt von Melfi verstecken und mische mal meine drei Kollegen wieder zurück, wenn ich darf. Keine Frage, wenn du die Karte aktivierst, machst du das direkt? Nein, ich aktiviere erstmal nur die Karte selber. So. Da möchte ich etwas auf die Aktivierung ankennen. Ja. Nämlich den Sensenkobold. Mhm. Und da möchte ich dann aus meiner Hand halt speziell beschwören ein Fusionsmonster. Okay, dann... Den kann ich vorzeigen und dann kann ich eine Fusionsbeschwörung durchführen. So, da. So, du kannst die Karte vorzeigen und ein Fusionsmonster vorzeigen, indem du sie und ein Monster vom Spielfeld oder mehrere Monster nimmst. Ja. Okay. Dann. Ja. Das ist ein Kobold zusammen mit dem Hund. Ja. Geht auf einen weiteren Schreckenspelzwahl. Mhm. Und ich möchte jetzt gerne seinen Beschwörungseffekt benutzen, weil wenn er versuchsbeschworen wird, dann kann ich eine Karte auf jeder Spielfeldseite zerstören, einfach. Mhm. Dann nehme ich meinen eigenen Wal und dein Melfi verstecken. Das ist nicht nett. Das ist nicht nett. Moment, den kannst du gar nicht beschwören. Der braucht ein Endkoboldmonster und ein Kuscheltiermonster. Achso, Sensenkobold, vergiss es. Entschuldigung. Alles okay. Ein bisschen verwirrt. Okay, gut. Dann werde ich einfach eine Karte setzen. Und dann in der Endphase aktiviere ich die Effekte von Melpi, Weppi und Katzi und beschwöre die mal wieder als Spezialbeschwörung. Okay. Schwupp. Schwuppdiwupp. Schwubbeldiwubbeldi. Und dann bist du dran. Na dann. Torfix. Mhm. Ich aktiviere Töchter Begräbnisbeigaben. Ja, mach mal. Ja, was man sich reinlegt, ist eigentlich fast klar. Es ist der Spielzeugspender. Die üblichen Verdächtigen, ja. Dann aktiviere ich seinen Effekt, um einen Monster zu suchen. Mhm. Was ist hier die Frage? Tja, die Frage aller Fragen. Was suche ich mir? Ja, doch. Ein Hünneken. Ein Hünneken, sagt er. Mhm. Du bist echt total auf den Hund gekommen. So, ja, richtig. Wie du deinen Hund suchst und beschwörst. Ist die schönste Karte im Deck. Ja.
Normalbeschwörung und Effekt zum Suchen. Gut, dann aktiviere ich den Effekt von Melfi Velpi und würde ihn auf die Hand zurückgeben, um ein Ungeheuer aus dem Deck zu beschwören. Ja. So, dann beschwöre ich aus meinem Deck. Ah, was nehmen wir denn da? Einen Melfi Fanny. Oho. Was kann die auf dem Spielfeld? Wenn du ein Monster beschwörst oder ihn als Angriffsziel wählst, dann kann ich ein Ungeheuermonster aus meiner Hand beschwören. Okay. Muss, genau, ein Ungeheuer aus meiner Hand. So, dann aktiviere ich aber noch den Effekt von jetzt von... Darf ich erstmal nur suchen. Erstmal darfst du nur suchen, genau. Und dann aktiviere ich noch ein paar andere Sachen. Tja, das ist das Blöde, wenn man halt alles verbraucht hat und dann nicht mehr viel zum Suchen hat. Ich habe noch einiges zum Suchen, aber ich brauche mehr als eine Karte. Tja, ärgerlich. Dann nehmen wir den Delfin. Gut. Dann aktiviert sich der Effekt von Melfi des Waldes. Ich wähle deinen Schreckenspelz grausamer Wahl. Das heißt, der gute Kollege darf nicht mehr angreifen, solange er auf dem Spielfeld liegt, und seine Effekte sind ebenfalls annulliert. Okay. Cookie. Hast du hier schon abgehoben? Ich hätte mir gerade noch was gesucht. Bist du beschworen. Dann werde ich aus meinem Friedhof verbannen, Schreckenspelz Reparatur, um mein Kuscheltiermonster Spezial zu beschwören. Mhm. Und Spezial beschwöre mir den Kuscheltier-Delfin. Und was macht der Delfin nochmal? Auf dem Spielfeld kann ich ein Spielzeugspanner in meinem Friedhof wählen und ihn aufs Feld setzen. Und dann kann ich ein Kuscheltiermonster oder Scherenkobold von meinem Deck auf den Friedhof legen. Frage ist, will ich das? Ich glaube eher nicht. Ich aktiviere verschwundener Wind und möchte gerne den Effekt von einem Kuscheltier-Delfin einmal annullieren. Das muss ein spezial beschworenes Monster sein. Oh, das ist schade. Das heißt, ich annulliere seinen Effekt. Ja. Dieser hier darf noch angreifen? Nein, darf er nicht, wegen dem Effekt von dem Melfi des Waldes. Genau, und er hat auch keine Effekte mehr, ne? Genau. Nein, Kari, ich höre nicht auf. Ich fange gerade erst an. Das ist hier die große Frage. Das ist hier die Preisfrage, ist es sogar. Die 1 Million Euro Frage. Na gut, sagen wir mal 1 Euro Frage. Tja, jetzt muss man seine Optionen sehr gut abwägen. Ja, da habe ich nur so wenige von. Also der wird nicht angreifen, aber der hat normal große Punkte, ja. Ja. Und wie lange sind die Effekte von dem anderen in diesem Spielzug? Oder? Solange wie er auf dem Spielfeld liegt. Seine Effekte, solange er ist offen auf dem Spielfeld liegt, genau. Also erst wenn er verdeckt wird oder das Spielfeld verlässt, ist er wieder frei. Okay. Dann gehe ich jetzt in die Battle Phase. Mhm. Obwohl, was machen die nochmal, wenn sie angegriffen werden? Dann darf ich sie auf die Hand geben und dann mit ihm darf ich mir ein Ungeheuermonster aus dem Deck suchen und mit ihm darf ich ein Ungeheuermonster aus meiner Hand beschwören. Ist ein Schnelleffekt, ne? Mhm. Also es ist ein Triggereffekt. Der triggert auf die Angriffsdeklaration auf sich selber. Okay, dann mache ich einfach Endphase. Okay. Das kann man natürlich auch machen. Gut, dann ziehen wir mal erstmal eine Karte. Dann aktiviere ich jetzt erstes mal den Effekt von Melfi des Waldes und möchte mir gerne wieder eine Melfi-Karte suchen. Ja. So, irgendwo habe ich doch noch so ein Melfi-Verstecken hier rumliegen.
Das hat das große Problem an dem Deck, es kann halt nicht wirklich angreifen. Hast du denn dann schon Probleme, wenn ich hier 1-6, 1-7, oh, 2-6? Nö, also grundsätzlich habe ich da noch Möglichkeiten. Ich meine, ich kann deine Monster ja alle wieder zerstören, auf die Hand schicken oder wie auch immer. So, ich aktiviere jetzt erstes Mal mein Melfi verstecken und möchte gerne den Effekt mal aktivieren. Okay. So, dann mische ich mir jetzt mal rein. Ich denke, ein Hoppel-Ohr-Schwadron, ein Kalantosa und einen flinken Biber. Jawohl. Und anschließend ziehe ich eine Karte. Und dann ziehe ich mein Raigeki und dann heißt es volle Knuddelattacke. Ich mal. Ach, das ist doch wunderbar. Das ist doch herzallerliebst, aber das hebe ich mir für später auf. So, ich habe nämlich doch was Lustiges für dich. Das machen wir jetzt so. Ich rufe als Normalbeschwörung meinen Hoppel-Ohr-Schwadron. Den kann ich auch einfach stumpf normal beschwören. Da ist mir auch dann ein ganz normaler Empfänger. Und dann mache ich eine Synchro-Beschwörung auf Stufe 6. Was kommt denn jetzt? Eine Karte, die wahrscheinlich kaum einer sieht oder kennt. Meinen Gojo-Jäger. So, wenn der Monster durch Kampf zerstört und auf den Friedhof legt, dann kann ich das Monster als Spezialbeschwörung auf meine Spielfeldseite beschwören, aber jeder Kampfschaden, den ich dir damit zufüge, der wird dann halbiert. Okay. So, dann aktiviere ich als nächstes meinen Sonnenaufgang über Ayers Rock. Ich würde gerne ein Ungeheuer aus meinem Friedhof beschwören und dann anschließend die Angriffspunkte von all deinen Monstern reduzieren, und zwar um 200 pro Ungeheuer, den ich in meinem Friedhof liegen habe. Okay. Und ich glaube, ich würde mir anstelle meinen Melfi Fanny zurück aufs Spielfeld holen wollen. So, und dann verlieren deine Monster noch einmal 600 Punkte, weil ich drei Ungeheuer im Friedhof liegen habe. So, da wird es Zeit, dass ich mal ein bisschen in die Offensive gehe, glaube ich. Wobei, das kann ich auch folgendermaßen machen. Ich mache nochmal eine Link 2-Beschwörung. Und dann lege ich mal noch eine Missus-Stahle für ein paar extra Angriffspunkte oben drauf. Okay. Und dann kriegen nämlich alle Erdemonster 500 Angriffspunkte und alle Windmonster verlieren 400 Angriffspunkte. Alle auf dem Spielfeld, sogar meine. Sogar deine, ja. Das ist sogar tatsächlich der Fall. So, dann gehe ich jetzt mal wirklich mal in die Battle-Phase. Okay. Dann möchte ich ganz gerne mal mit meinem Gojo-Jäger einmal, weil der 600 Punkte verloren hat, das ist ja trotzdem noch bei 2000. Das ist aber nett. Ich greife mit Gojo-Jäger deinen Schreckenspelz in grausamer Wahl an. Und wenn er den zerstört, dann könnte er den anhängen? Dann kommt er auf meine Spielfeldseite. Oh, aber er darf halt nicht angreifen, ne? Er darf angreifen, aber er macht nur halben Kampfschaden, also halben Schaden. Da möchte ich die Zerstörung annullieren oder verhindern. Mhm. Indem ich eine Sense aus dem Grave verbanne. Gut, dann bekommst du aber trotzdem noch 400 Punkte Schaden. Und dann möchte ich ganz gerne mit meinem Missus-Strahler mal. Ich denke mal. Ich greife den Hund an. Okay, Schaden nehme ich. Halt, stopp, Moment, das macht keinen Sinn. Wenn ich den angreife, dann stirbt mein Missus-Strahler. Doch, der hat nur 1100 plus die 500. Warte mal. Der hat 1200 Punkte und der 1000. Ja, doch, das passt. Der hat nur 1200 Angriffspunkte. Der verliert da 600 Punkte wieder. Genau. Also greife ich doch an. So, so der hat 1,9, der hat 1,2, da verliere ich so 700 Punkte. So. Also die hat durch Ice Rock 600 Punkte verloren, ne? Genau. Und ist durch die auf 1,6 und deine ist dann bei 1,9. Das heißt, du verlierst effektiv nur 100 Punkte. Das heißt, er ist bei 1,6 und der ist bei 1,9. Das heißt, du verlierst 300 Punkte. So, dann kriegst du 400 Punkte wieder. Dann haben wir es auch richtig. So, zu viel Mathe. So, ich glaube. Ich gehe mal in die Endphase und aktiviere den Effekt von Melfi Velpi und beschwöre den Kollegen einmal als Spezialbeschwörung. Jawohl. Und dann gebe ich an dich ab. Okay, Jawface. Mhm. Der kommt zurück auf die Hand und dann kannst du einen aus dem Deck special, ne? Genau, sobald du was beschwörst oder ihn als Ziel wählst. Aber auch als Schnelleffekt, oder nicht? Als Schnelleffekt, ja. Das ist halt ein Triggereffekt. Der reagiert auf bestimmte Gegebenheiten. Achso, du kannst nicht einfach so machen, irgendwann mach eine Zauberkarte. Nein. Gut.
dann aktiviere ich Schreckenspells Patchwork. Ja. Und der ist immer noch annulliert? Der wurde durch den verlorenen Wind annulliert, ja. Der ist permanent annulliert. Der ist am annulliertesten. Ja, der ist noch annullierter als annulliert. Der ist quasi never come back. Come back, come back, come back. Ja, da war das Patchwork natürlich jetzt dann natürlich ein super, super Top-Deck. So, und sie sagt auch, deine Monster können nicht durch... Können einmal nicht durch Karteneffekte zerstört werden. Zumindest meine Melfi, meine Ungeheuermonster so. Meine Ungeheuermonster, okay. Ja. Genau, Kari schreibt das nochmal raus. Hallo, lieber Zuschauer der Spielmesse Essen, bzw. der Spiel Digital, die zu uns gekommen sind. Ihr lebt gerade ein Kuscheltierfest oder ein Kuschelfest vom Feinsten. Tja, die Frage ist nur, was wird gekuschelt? Oder was kuschelt jetzt weiter? Retrospekt hast du im Normalfall nicht, ne? Im Normalfall nicht. Auch im Unnormalfall nicht. Ja. Was machst du jetzt? Das ist die große Frage. Je nach Situation eine andere große Frage. Und Spyro kann nicht mehr schreiben. Oh. Der schafft es nicht an Fragezeichen. Der ist vom Laptop eingeschlafen so und dann schreibt er noch mit seinem Gesicht. Der hat das Fragezeichen mit dem Gleichheitszeichen verwechselt oder vertauscht. Also ich weiß, dass ich Optionen habe. Die Frage ist nur, was bringen sie dir und welchen willst du nutzen? Genau das ist es. Ich mache eine Normalbeschwörung. Aha. Kuscheltier, okay. Kettenkobold. Da muss ich mal kurz überlegen. Du hast noch die Polymeritation in der Hand, oder? Das heißt, du könntest noch was mit dem Kettenkobold fusionieren, aber du könntest die Fusion mit dem Schreckenspad und dem Kuscheltiermonster machen. Ah, du hast zu viele Optionen, Kollege. Ich habe zu wenig Optionen. Ich will mehr Optionen. Aktiviere den Effekt von Melfi Vapi. Ja. Gut, dann gebe ich ihn mir auf die Hand zurück und beschwöre ein Ungeheuer aus meinem Deck. Das ist dann in dem Fall. Na, wo ist er? Hallo? Bin ich blind? Ach, da ist er. Mein Kalantosa, mystisches Ungeheuer des Waldes. Dann aktiviere ich den Effekt von Kalantosa. Möchte ganz gerne einen Kettenkobold einmal auf den Friedhof jagen. Okay. Der Verkettenkobold. Ich möchte meine Schreckenspelzkarte suchen. Mhm. Schreckenspelzfusion. Oh no. Oh no. Mir schwanen üble Dinge. Schwan? Schwan? Was? Hm. Ich sehe keinen Schwan, ja. Dann Polymerisation. Mhm. Oh no. Auf Schreckensbell Schärfzahn. Hm. So, jetzt habe ich zwei Effekte. Schärfzahn holt den grausamen Ball wieder und kuschelt wieder viel und sagt, wenn er für. Wo steht es, falls diese Karte als Versuchsbeschwörung für eine Versuchsbeschwörung auf dem Friedhof gelegt wird, du kannst eine Fusion oder Polymerisation-Zauber, der Verband oder sich im Friedhof das Deck mischen. Ja. Mhm. Würde ich sagen, der ist Chainlink 1 und wählt halt den und der ist Chainlink 2 und dann diese Poly, die kann ich dann zurück ins Deck mischen. Ne? Das ist richtig. Und Kari freut sich. Bitteschön. Dankeschön.
Und dann kommt dieser hier wieder. Uh-oh. So, macht er irgendwas, wenn ich den angreife? Nö. Nicht. Nein. Und alle deine Monster. Alle Erde-Monster kriegen 5 Verdammungspunkte unten drauf. Plus können einmal nicht durch Kampf zerstört werden. Nicht, ne? Durch Karteneffekte. Durch Karteneffekte sogar. Ja, ja, genau. Also ich kann die ganz normal angreifen. Du kannst die ganz normal angreifen, ja. Oh, das ist ja mega nice. Und die Karte aus meiner Hand habe ich völlig vergessen. Oh. Mist, er hat es doch noch gemerkt. Dann aktiviere ich einfach mal Schreckensperfusion. Jawohl. Mache jetzt den bösen Wolf und hoffe einfach, dass ich gewinne. Könntest du böse Handkarten haben? Ich glaube fast nicht. Ich wäre mir nicht so sicher. Wir haben auch alle keine Schnelleffekte, ne? Leider nicht. Ich mach's jetzt einfach. Irgendwie ganz, ganz oder gar nicht. Uff. Autsch. Das könnte jetzt ein bisschen wehtun. Der böse Wolf. Oh, der jetzt viermal angreifen darf. Aua. Mit 2-4. Mhm. Gut. Ich fange an. Alles klar. Ich greife zuerst an. Der macht auch nichts, wenn er zerstört wird, oder? Nein, macht nichts. Gut, dann gehe ich in die Battle Phase und ich greife an mit grausamer Wahl. Auf den ist der Angriff okay. Das ist okay, dann finde ich 100. Im Damage Set möchte ich gerne seinen Effekt benutzen. Ja, okay. Dann bekommt er nochmal Punkte in Höhe der Hälfte der Grundangriffsstärke. Okay. Ich kann sogar irgendeinen Monster wählen, ne? Du kannst aber ein anderes nehmen, ja. Ja, dann nehme ich den Wolf. Das heißt, er geht nochmal 1000 Punkte oben drauf. Genau, dann ist er bei 3-4. Autsch. Und dein Goyo, welcher geht? Goyo Jäger, gut, genau. Für 100 Punkte Schaden. Nee. Der hat 2-9 wegen dem Missostrahler. Das habe ich fast vergessen, ey. Das wäre ganz Das hätte beinahe nach hinten losgehen können, ja. Das wäre witzig geworden. Der hat angegriffen. Ja. Die gibt dir eine Karte zurück auf der Hand, ne? Ja, ein Erde-Monster. Okay. Dann greife ich mit Schafzahn Kalantose an. Ja. Und dann greife ich mit Schreckensperrs Wolf deinen Missestrahler an. Dann verliere ich 500 Punkte. So, dann aktiviere ich den Effekt von meinem Missestrahler und möchte mir gerne ein Erde-Monster zurück auf die Hand geben vom Friedhof. Ich denke, das wird dann wohl ein Melfi Fenny werden. Ja, und ich greife dich nochmal für 2-4 an. Haut schon das ganze dreimal, ne? Genau. Gut. 2-4 mal 1. Ne, warte, der hat dann 3-4, ne? Ah, der stimmt, der hat 3-4, ja genau. Dann also nochmal 1000 und dann nochmal 3-4 und dann nochmal 3-4 und dann bin ich sowieso tot. Dann bist du am totesten. Autsch! Oh, ich hab's auch noch rausgerissen. Danke, Floffeldeck. Wunderbar. Ja, das war unser Kuschelfest beim heutigen Quarantäne-Stream. Die Kuscheltiere waren am Ende doch kuscheliger als die kuscheligen Melfis. Genau. Ja, hat auf jeden Fall eine Menge Spaß gemacht. Ich hoffe, ihr hattet auch eine ganze Menge Spaß. Wir machen jetzt eine kurze Pause, quatschen kurz ein bisschen mit dem Chat und dann machen wir gleich mit dem dritten Duell und mit einem anderen Gegner für mich dann weiter, nämlich der gute Robert ist dann da und dann wird es dann nochmal kuschelig. Aber das wird sehr lustig auf jeden Fall. Ja, lustig wird es auf jeden Fall. Ich bin mal gespannt, was mich da alles erwartet. Genau, wir machen jetzt Pause. Danke fürs Zuschauen, für diejenigen, die Wiederholung auf unserem YouTube-Kanal geguckt haben und dann sehen wir uns morgen oder beziehungsweise dann gleich für diejenigen, die im Chat sind, zum dritten Duell wieder. Macht's gut. Bis bald.